Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Heute geht es um das Thema autark sein. Ich habe einen ganz normalen Wohnwagen mit autark Paket, aber nichts Speziellem. Und stehe jetzt 4 Tage autark als Selbstversuch. Warum, weshalb und was die Bedingungen sind, das erläutere ich euch gleich. Bleibt einfach dran. Nach dem Intro legen wir direkt los. Ja, ich stehe hier in Düsseldorf, Nähe des Flughafens, bei den Unterrader Schützen auf einer Wiese. Ganz normale Wiese. Ich bin am Caravansalon. Es ist nicht weit von hier, deswegen parke ich hier. Aber kein Stromanschluss. Ich bin jetzt Donnerstagabend, haben wir jetzt, angekommen. Bis Montagabend bleibe ich, also 4 Tage bin ich hier unterwegs. Und versorge mich alleine mit meiner Batterie, die ich auch für den Mover nutze, die 50 Ampere-Stunden Lithium-Batterie und kann damit natürlich nur meine 12-Volt-Verbraucher nutzen. Normale Steckdosen und sowas geht natürlich nicht. Ich habe auch den Wassertank 70 Liter voll gemacht, denn ich will auch zum ersten Mal hier im Wohnwagen duschen. Ich habe hier eine große Dusche hier drin. Wasser und sowas geht ja, Wasserpumpe funktioniert, alles gar kein Thema. Ein bisschen Licht brauche ich, vielleicht mal Handy laden, Uhr laden nachts, alles überhaupt kein Thema. Dafür müsste das auf jeden Fall ausreichen. Der Kühlschrank. Und auch die Warmwassertherme für zum Duschen läuft über Gas. Ich habe 2 5 Kilo Gasflaschen dabei, wobei die nicht voll sind. Ich denke mal, das sind so 5 6 Kilo insgesamt. Müsste aber auf jeden Fall reichen. Was ein Glück, habe ich die Kombiheizung in diesem Wagen. Denn hier kann man ja das Wasser auch mit Gas warm machen. Das geht ja bei der Truma S-Heizung gar nicht. Also zum Glück, sonst hätte ich kalt duschen müssen, wäre auch gegangen. Aber hier ist es etwas komfortabler. Und ich habe ja hier meine normale Ausstattung dabei. Ich schneide ja hier auch Videos und will ja dann auch ein paar Videos für euch relativ schnell hochladen. Die sind dann alle schon online, wenn das Video kommt, weil das kommt ja ganz am Schluss. Hier habe ich dann noch meine Solarmodule, die ich nutzen will. Meine 1000 Watt Powerstation. Solarmodule sind 2x60 Watt, weil ich habe ja mein ganzes Kamera-Equipment dabei. Das muss ich ja auch nach einem Messetag quasi laden, weil die Akkus sind ja dann schon quasi leer. Und will sie ja für den nächsten Tag fit machen. Dafür will ich überwiegend die Powerstation nutzen, weil sonst die Batterie hier im Wohnwagen nicht ausreicht. Klar, hätte ich eine größere genommen, 100 Ampere-Stunden, 200 Ampere-Stunden Batterie, hätte das wahrscheinlich funktioniert. Aber ich bin mal gespannt, ob es auch so funktioniert. Und wenn euch es weiter interessiert, wie das so läuft mit den 4 Tagen, ich berichte euch natürlich immer mal wieder, wie ist mein Stand der Batterie. Der ist natürlich jetzt voll vom Wohnwagen hier. Und wie ich so zurechtkomme insgesamt, auch mit Duschen und allem. Ich werde euch hier berichten. Bleibt einfach dran. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ja, ich bin jetzt 24 Stunden hier, etwas länger sogar, aber war jetzt schon alleine 12 Stunden unterwegs heute auf der Messe und man sieht es, ich bin schon ein bisschen gezeichnet für heute. Aber ich bin schon am Videoschneiden und auch schon die Kameras und Zubehör am Laden über die Powerstation. Obwohl meine Batterie hat noch 83%. Ich blende euch mal gerne Anzeige ein, wie das ausschaut. Aber wie gesagt, da brauche ich nicht viel. Abends mal ein bisschen Licht, ein bisschen Wasserpumpe für Toilette und Zähneputzen und so weiter und Duschen. Also ganz entspannt. Das heißt, die Batterie müsste eigentlich die 4 Tage halten. Wie gesagt, den ganzen Tag über bin ich ja gar nicht hier. Bin ich ja auf der Messe. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden und arbeite jetzt noch ein bisschen am Laptop. Ja, neues Update zum Thema autark. Ich bin jetzt ziemlich genau 2 Tage hier. Es ist sehr interessant. Ich lade am Laptop gerade ein neues Video hoch und habe hier hinten schon mal die Powerstation stehen. Eine, ich habe ja 2 kleine, eine große. Die kleine habe ich gerade mal mit der Solaranlage geladen. Das habt ihr schon im Thumbnail gesehen. Da habe ich nämlich die Solaranlage draußen hingestellt, wo die Sonne geschienen hat. Hat super funktioniert. Die Batterie hier im Wohnwagen hat noch 79% Ladestand. Klar, ich mache nur abends hier die Verbraucher an, also ein bisschen Licht und auch gehe mal duschen abends, brauche Wasser zum Zähneputzen, ein bisschen Wasser. Aber das ist ja alles keine Sache. Die Handys und die Uhr lade ich über die kleine Powerstation, die hat noch 55%. Ich habe sie eben mal mit der 5% hochgeladen, eine halbe Stunde oder sowas. Und die große Powerstation ist fast noch voll, obwohl ich Laptop schon geladen habe. Also ist überhaupt kein Thema. Und ich bin schon 2 Tage hier und auch die erste Gasflasche ist noch in Betrieb. Da waren so schätzungsweise 2 Kilo drin. 2 Tage bin ich hier, ist also noch nicht leer auf jeden Fall. Also 2 Tage autark stehen mit einer 50 Ampere-Stunden Batterie und einer Powerstation, wo ich jetzt überwiegend meine Kameratechnik mitlade, ist überhaupt kein Ding. Das nur so als kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt Halbzeit.
Noch 2 Tage fahre ich nach Hause. Da bin ich mal gespannt, auf welchem Stand wir sind. Aber ich glaube schon, dass alles gut funktioniert und alles hält. Wie gesagt, die Hälfte haben wir schon geschafft. Ich melde mich morgen natürlich wieder. Ja, ich hätte das Video heute fast vergessen. Tag 3, es ist schon dunkel draußen, aber gerade noch so dran gedacht. Alles prima, morgen Abend geht es ja schon nach Hause. Die Batterie hat noch 69%, also ich brauche ja fast gar nichts. Wie eben mache ich abends mal kurz Licht an, alles LED, das braucht ja keinen Strom. Ich habe die Wasserpumpen, gehe mal duschen, die Toilette, aber alles nichts Wildes, nicht lange, alles unproblematisch. Also bis jetzt alles safe und morgen Abend geht's nach Hause. Die Gasflasche ist noch die erste dran, wie gesagt, ungefähr Inhalt waren 2 Kilo. Seit Donnerstagabend läuft der Kühlschrank komplett über Gas und ich mache mir abends warm Wasser über Gas, um duschen gehen zu können. Auch das völlig unproblematisch, also es geht wunderbar. Die Solarmodule nutze ich, um die Powerstations zu laden, auch das überhaupt kein Thema. Also bis jetzt alles prima. Ich melde mich morgen, beziehungsweise wenn ich zu Hause bin, nochmal mit einem Endstand. Vielleicht ist das für einen oder anderen interessant. Bis denn dann. Ja, kleines Update, kurz vor der Abfahrt. Wir haben jetzt Montagabend, kurz vor 6. Ich bin jetzt 4 Tage hier autark. Die erste Gasflasche mit ungefähr 2 Kilo ist immer noch am Start, also hält ohne Probleme für Kühlschrank und Warmwasser, das ich dann 3-mal abends gemacht habe für zu duschen. Und die Batterie hat noch 50% im Akku. Klar, ich habe immer das Display stromlos geschaltet, komplett im Wohnwagen. Wenn ich jetzt auf der Messe war zum Beispiel tagsüber, brauche ich ja keinen Strom, dann kriecht auch nichts weg. Aber ich habe immer noch 50%, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ist also schon mal ein Top-Wert. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich nach Hause fahre, lädt er ja die Batterie wieder, ob er es hinbekommt, die wieder auf 100% hochzuladen. Schauen wir mal, ich bin selbst gespannt und von zu Hause aus melde ich mich nochmal und dann machen wir auch ein kleines Fazit. Bis gleich. Ja, so kurzes Fazit, ich bin wieder zu Hause. Habe euch ja gesagt, ich gucke mal, ob das Auto die Batterie geladen hat. Dem war so. Also ich habe jetzt eine Fahrzeit gehabt von knapp 3 Stunden und die Batterie hat wieder 100% angezeigt. Also die Batterie ist wieder voll nach einer 3-stündigen Fahrt von halb voll. Das ist auch eine Information, die nicht so unwichtig ist. Und Fazit ist, also ich war echt überrascht, wie gut das klappt, autark zu stehen. Auch mit der Dusche. Das Einzige, was ich bei der Dusche ändern muss, ich brauche eine andere Wasserpumpe. Denn der Druck der Dusche war etwas gering. Es geht, aber ist nicht so ganz angenehm. Ich werde mir jetzt eine Pumpe mit einem etwas höheren Druck besorgen. Das war aber auch schon alles. Der Wassertank ist von der Größe, ist ja 70 Liter Tank, also schon groß. Der war dicker ausreichend, auch für 3-mal duschen überhaupt kein Problem. Natürlich kann man keine halbe Stunde duschen, das steht außer Frage. Ansonsten strommäßig habt ihr ja gesehen oder mitbekommen, 50% nur verbraucht in 4 Tagen alleine. Natürlich sparsam mit Licht und ich war den ganzen Tag nicht da, das muss man auch immer berücksichtigen. Und der Rest hat auch wirklich super funktioniert, muss ich sagen. Daumen hoch fürs autark Stehen. Und zwar nochmal zu erwähnen, das Ganze ohne irgendeine spezielle Ausrüstung. Ich habe nur die 50 Amperestunden Lithium-Batterie eigentlich für den Mover und für mal 6-7 Stunden vor irgendeiner Schranke am Campingplatz zu stehen. Aber jetzt hat man mal gesehen, dass es auch längere Zeit geht. Auch Gas ist es immer noch. Ich habe jetzt die Gasflasche während der Fahrt noch angehabt, also den Kühlschrank an über Gas. Er hat immer noch die erste Gasflasche. Ich habe ihn jetzt auch mal zu Hause hier am Stellplatz mit Gas noch weiterlaufen lassen. Mal gespannt, wie es morgen früh aussieht, weil irgendwann muss die ja mal leer sein. Also ist echt erstaunlich, wie lange das Gas hält. Ja, das war soweit zu meinem Autarkbericht. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ansonsten hätte er wahrscheinlich bis zum Ende geguckt, muss man dazu sagen. Aber berichtet gerne mal, kommentiert mal gerne eure eigenen Erfahrungen mit autark stehen, mit einer ganz normalen Ausstattung, wie gesagt, wie ich. Normales Autarkpaket im Wohnwagen ohne spezielle Sachen. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, beziehungsweise was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das würde mich interessieren und lasst mir ein Like fürs Video da. Und sofern ihr noch nicht abonniert habt, abonniert auch meinen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.